Okay, Leute, willkommen bei Aristo Luis, Culture Warrior. Wieder hier mit meinen beiden Bodyguards, nein, Scherz. Jetzt mal ein bisschen ernster. Damit ihr auch versteht, was hinter diesem Projekt oder hinter der Aktion mit dem Sport, mit den jungen Leuten und mit den Beamten so der Hintergrund war, habe ich hier meinen Freund Yusuf. Er hat unter anderem KBNA gegründet, die in Zusammenarbeit mit der Polizei steht. Und er kann euch dazu noch mehr sagen, was der Hintergrund ist, damit ihr auch versteht, warum ich das mache und warum ich auch der Meinung bin, dass wir alle, sei es YouTuber, keine YouTuber, Leute, die halt auch irgendwo im Leben Erfahrung haben, das auch natürlich auch mit anderen jüngeren Leuten und vor allem auch den Kids auf der Straße teilen sollten. Dann gebe ich mal das Wort weiter. Vielen Dank dafür, dass wir auch uns hier kurz vorstellen dürfen. KBNA ist seit 5 Jahren tätig. Und es ist so, dass wir anfangs uns gedacht haben, dass wir friedlich miteinander leben wollen. Das war unser Ziel sozusagen. Damals bin ich dann zum Abschnitt 36 gegangen, hat die halt gefragt, ob wir nicht gemeinsam für ein besseres Miteinander im Soldiner Kiez sorgen können, durch Projekte, wo wir halt den Menschen halt besser kennenlernen. Und dazu wollte ich halt auch, dass die Beamten direkt an den Projekten mit teilnehmen, also hautnah dabei sein, um so sich einfach besser kennenzulernen. Mittlerweile arbeiten wir, wie gesagt, schon seit 5 Jahren, haben 14 Einrichtungen, mit denen wir eng kooperieren und unter anderem halt dieses Projekt, dieses Sportprojekt, was wir einmal die Woche durchführen, wo wir die Polizei halt direkt dann auch mit den Einrichtungen zusammenbringen und gemeinsam Sportaktionen durchführen. Das Tolle daran ist, dass wir auch mit Mannschaftswagen direkt in die Einrichtung fahren, die Kinder und Jugendliche einladen und dann in die Polizeihalle fahren und dort die ganzen Aktionen durchführen. Ja, und wollte auch noch mal hier den Herrn Mantai kurz vorstellen, der mir persönlich wirklich sehr am Herzen gewachsen ist, der mehr als nur ein Freund mittlerweile geworden ist und für den ich jetzt noch einmal hier in aller Öffentlichkeit noch mal meinen Dank ausrichten möchte. Danke auch zurück, Yusuf. Darfst auch noch was sagen, wenn du willst? Ja, ich finde das Projekt KBNA, kiezbezogener Netzwerkaufbau, ein sehr erfolgreiches Projekt, was wir seit wirklich 5 Jahren nun stemmen müssen, trotz viel Kraftanstrengung, aber es macht genauso viel Freude. Und ich glaube, den Kindern und Jugendlichen, die zahlen es einen mit sehr viel Dankbarkeit wieder zurück. Okay. Also Leute, ihr habt es gehört, es war sogar kurz und knackig. Ich kann die beiden Herren nur unterstützen. Ja, ich unterstütze sowieso gerne, unabhängig davon, dass ich auch in diesem Kiez lebe. Ich finde einfach, wir tragen alle eine Verantwortung. Vielleicht anstatt uns nur vielleicht darauf zu konzentrieren, dass wir den Sport und den Lifestyle präsentieren, vielleicht auch mal an unsere Mitmenschen denken. Ja, viele fragen mich auch immer, ey Arisse, mach doch mal ein Video über Selbstverteidigung, wie kann ich mich auf der Straße wehren? Hey, wenn alle Leute cool miteinander wären, dann bräuchte man keine Selbstverteidigung auf der Straße. Ja, wenn man so überlegt, ja, also für euch alle da draußen, versucht cool miteinander zu sein, entfernt euch von Vorurteilen. Wenn ihr eure Probleme habt, wie auch immer, macht Sport, treibt Sport, das ist der Hintergedanke. Ich war auch nicht immer der Liebste, ich war auch nicht immer der Netteste, habe meinen Weg zum Sport gefunden, ja, und somit bin ich heute ein bisschen weiser geworden, ja, sonst könnte das Leben auch schon für mich anders aussehen. Und es ist natürlich Hammer, dass es solche Männer oder solche Menschen gibt, die sich für Leute einsetzen und die auch keinen aufgeben, also tut ihr das auch nicht. Und wie gesagt, denkt daran, ein Miteinander ist 1000-mal besser als gegeneinander. Aristo Luis, KBNA und die Polizei, Abschnitt 36. Genau. Peace. So, jetzt steigen wir heute meinen Lieblingswagen ein. Ja, ich finde es echt Hammer. Zieht euch mal den Sound rein. It's the sound of the police!